Herzlich willkommen hier auf dem neuen Crosspaint-Kanal. Ich würde dir gerne kurz erklären, was du hier gerade siehst. Ja, sehr spannend. Neuer Kanal, neue Videos. Aber bevor wir das machen, würde ich dir gerne erklären, warum wir das machen. Es ist dir sicherlich aufgefallen, dass immer mehr Menschen vom Glauben abfallen oder den christlichen Glauben ganz neu definieren. Und bevor ich dir sage, wofür es diesen Kanal gibt und was dich alles Spannendes erwartet, würde ich gerne mit dir über etwas sprechen, was diese Entwicklung stoppen kann. Und das kann ich ziemlich überzeugt sagen, weil wir es in unserem Umfeld und unserem Leben erfahren haben. Ich möchte mit dir über ein Pattern oder ein Muster reden und es dir zeigen, was wir aufgrund unserer Offline- und Online-Erfahrung gesammelt und erfahren haben und dir dieses Pattern zeigen, nämlich wann Personen langfristig im Glauben bleiben und wann nicht. Okay, aber lass uns vielleicht von vorne anfangen. Wir haben sehr viele persönliche Gespräche geführt, haben 1000 Nachrichten bekommen in den vergangenen Jahren. Viele davon sind sehr ermutigend. Ihr berichtet von Freunden, die selbst unter den härtesten Umständen standhaft im Glauben geblieben sind. Echte Erfolge werden erzielt und das Wachstum im Glauben ist deutlich zu sehen. Doch auf der anderen Seite hören wir leider auch, wie gute Freunde plötzlich vom Glauben abfallen. Nachrichten zum Beispiel wie diese hier bekommen wir, und es ist keine Seltenheit. Sie ist immer zur Kirche gekommen, aber jetzt möchte sie nicht mehr. Auf einmal wollen die Freunde, mit denen man aufgewachsen ist, nicht mehr zur Kirche kommen. Sie verwerfen sogar den Glauben oder dekonstruieren ihn stark. Ja, wir lesen zum Beispiel auch Dinge wie: dieser ganze Dekonstruktionshype, der gerade buchstäblich über alles überweg schwemmt, bei manchen guten Freunden tut mir das so mega weh, wie es dazu kommen kann. Ja, es schmerzt zu sehen, wie gute Freunde ihren Glauben dekonstruieren oder wie sie am Ende ihn sogar ganz verlieren. Warum also fallen die einen vom Glauben ab, während die anderen selbst in den härtesten Zeiten fester denn je stehen? Und diese Nachrichten sind ja eher entgegengesetzt und scheinbar widersprüchlich, doch uns ist dabei was sehr, sehr Interessantes aufgefallen. Es hat was mit diesem Pattern zu tun. Ein Hinweis darauf, wann Personen im Glauben bleiben und wann nicht. Okay, das klingt jetzt sehr spannend, doch lass uns doch vielleicht mal dieses Pattern gemeinsam unter die Lupe nehmen und mit denen starten, die vom Glauben abfallen. Wir wissen, wie komplex das Thema ist, doch ist uns eine Sache aufgefallen, die wir bereits von Anfang an betonen. Wenn Personen ihren Glauben in unterschiedlichster Art und Weise dekonstruieren oder ganz verwerfen, dann distanzieren sie sich Schritt für Schritt vom Wort Gottes. Die Bibel lesen sie dabei immer weniger. Und klar können wir ihnen sagen, dass sie einfach die Bibel lesen sollten, ja, da sie schließlich ist es der Kompass im Sturm. Doch offensichtlich ist es nicht ganz so einfach. Warum ist es so eine Herausforderung für junge Männer und Frauen, die Bibel zu lesen? Warum macht es vielen so wenig Freude? Das haben wir uns auch gefragt und sind auf interessante Studien gestoßen, die das unterstreichen, was wir eigentlich schon lange bemerkt haben. Das häufigste Hindernis für das Bibellesen in Deutschland ist, dass sie sagen: ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht ganz. Das bedeutet, ganze 38% verstehen die Bibel nicht wirklich, wenn sie sie lesen. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Stell dir vor, du hast eine Jugendgruppe von 20 Personen und 8 von ihnen verstehen wirklich nur Bahnhof und die anderen sehr wenig. Das ist schon ziemlich krass. Und da stellt sich natürlich die Frage, woran das liegt. Also lass uns mal kurz in die junge Generation hineinversetzen. Diese Generation, die wächst mit unterhaltsamen Kurzvideos auf. Ja? TikTok, Reels, YouTube, Shorts. Die liefern Unterhaltung auf Knopfdruck. Und dabei sind die einzelnen Kurzvideos wenige Sekunden nur kurz und ohne Zusammenhang. Also sie sind daran gewöhnt, kleine Häppchen zu bekommen, die losgelöst voneinander sind. Und darüber hinaus gibt es keinen größeren sinngebenden Kontext, in dem diese Kurzvideos eingeordnet werden. Ein weiterer Aspekt dabei ist die Visualisierung. Wir alle sind gewohnt, hochauflösende Videos und Filme zu sehen. Nicht umsonst hat sich Instagram von einer rein bildbasierten Anwendung zu einer Videoplattform mit täglichen Stories und Kurzvideos entwickelt. Und jetzt lass uns mal die Bibel daneben halten. Offline, lange, oft komplexe Sätze und Inhalte, die immer im großen Bild verstanden werden sollen. Das ist eine Spannung,
in der wir heute leben. Die Differenz von der Bibel zum Alltag wird scheinbar immer größer und damit steigt die Hürde, die Bibel zu lesen, geschweige denn die Bibel im großen Bild zu verstehen. Und so geht es den 8 Jugendlichen in deiner Jugendgruppe jeden Tag. Sie verstehen es nicht, was sie da lesen, und die Aufforderung, halte fest das Bild gesunder Worte, was wir in 2. Timotheus 1 lesen, das scheint unerreichbar zu sein. Und dabei ist es gerade dieses große Bild, also praktisch die Metageschichte der Bibel, die entscheidend ist, einzelne Bibelstellen und Aussagen richtig zu verstehen. Und die Abwärtsspirale beginnt. Die Bibel wird weniger gelesen, da sie weniger verstanden wird, und durch das geringe Verständnis der Bibel macht es nur noch weniger Freude, sich damit wirklich auseinanderzusetzen, und es wirkt immer mehr irrelevant für den eigenen Alltag. Das Wort Gottes, das eigentlich das Fundament in diesem Sturm sein sollte, wird immer bröckliger und bricht früher oder später dann irgendwann zusammen. Wenn das große Bild der Bibel also nicht mehr bekannt ist, dann haben Ideologien wie der Humanismus, ja, einen großartigen Nährboden. Die Personen dekonstruieren ihren Glauben oder verwerfen ihn dann völlig. Ich weiß, das ist starker Tobak. Das klingt nach einer echt düsteren Prognose, aber eine Prognose, in der wir schon eigentlich mittendrin sind. Und doch habe ich euch auch von Personen erzählt, die trotz der härtesten Zeiten feststehen. Und woran liegt das jetzt? Die leben ja schließlich in derselben Zeit, oder? Und dazu rudern wir vielleicht mal kurz zur Anfangszeit von Crosspaint. Die Mission von Crosspaint war es ja und ist es, eine visuelle Generation zurück zum Wort Gottes zu führen. Also back to the word, ihr kennt das. Und ich möchte das Augenmerk auf ein Wort legen, nämlich visuell. Wie wir festgestellt haben, sind alle sehr, sehr visuell geprägt. Ich als erstes, ja, aber noch viel mehr diese junge Generation. Und da ich jetzt diese Spannung von hochauflösenden 3D-Filmen zur Bibel erkannt habe, habe ich Crosspaint gestartet. Und viele wissen es vielleicht gar nicht, aber am Anfang haben wir ausschließlich Animationsvideos gemacht, um genau dieser Herausforderung zu begegnen. Visuelle, leicht verständliche Videos, die hochkomplexe Bibelbücher einfach herunterbrechen. Ja, zum Beispiel haben wir uns den Römerbrief angeschaut und haben ihn mittels Animationsvideos erklärt. Und das schlug wirklich ein. Ja, vielleicht mal kurz ein paar Worte von Personen, die sich das angeschaut haben und die dazu ein Feedback gegeben haben. Hier schreibt zum Beispiel jemand: Tolles Video, weiter so. Der Römerbrief ist ja als eher kompliziert, anspruchsvoll bekannt, zumindest mir. Aber so ist es extrem verständlich. Oder eine weitere Person schreibt: Ganz berührend, wie hier so klar ein Überblick über solch komplexe Zusammenhänge gegeben wird. Vielen Dank. Oder hier den letzten Kommentar: Hammerarbeit, die ihr da macht. Hatte immer schon Probleme, vieles richtig zu verstehen. Mit euren kleinen Videos und Gottes Hilfe öffnet ihr mir zu vielen Themen die Augen und ich habe das Gefühl, ich habe in 4 Minuten mehr verstanden als in einem Jahr Bibel lesen. Ja, preisen Herrn, in 4 Minuten mehr verstanden als in einem Jahr Bibel lesen. Freunde, die Resultate, die sprechen für sich. Es ist möglich, eine visuelle Generation zurück zum Wort Gottes zu führen. Und Animationsvideos sind ein Mittel, das eine visuelle Generation anspricht und sie back to the word führt. Sie wachsen im Glauben und erkennen auf einmal in wenigen Minuten das große Bild der Bibel. Wir müssen der Generation nur da begegnen, wo sie ist. Wir müssen euch nur da begegnen, wo ihr steht. Und das ist unser echtes Herzenanliegen. Genau in diese Kerbe wollen wir weiter reinschlagen. Wir wollen weitermachen und wir haben es nicht nur vor, sondern wir sind auch schon mittendrin. Vielen Dank an dieser Stelle an unsere monatlichen Unterstützer. Vielen Dank, dass du monatlich finanziell unterstützt. Wir haben letztes Jahr vor einem neuen Buch dich nach finanzieller Unterstützung gefragt, ja, da wir alle Ressourcen ja hier kostenfrei zur Verfügung stellen. Und dank deinem Vertrauen konnte ich ein Buch schreiben, das zahlreiche junge Christen zurück zum Herrn gezogen hat und sogar erneut der Bestseller wurde. Aber da du monatlich an Bord gekommen bist, konnten wir jetzt auch schon vorarbeiten und die Ergebnisse stehen bereits in den Startlöchern. Also vielen, vielen Dank, dass du da mitgeholfen hast. Wir konnten Profis zusammensetzen, konnten ein Team zusammenbauen in den USA, die wirklich auf dem absolut obersten Level mitspielen. Und die Ergebnisse wirst du sehen. Die Ergebnisse der letzten Monate sind erstens ein langfristiger Plan für regelmäßige Animationsvideos, die dir und deinen Freunden dabei helfen, das große Bild wieder zu verstehen, dich zu festigen, um langfristig im Glauben gegründet zu sein. Zweitens haben wir bereits das erste Video fertiggestellt
und das zweite ist kurz vor der Fertigstellung. Und drittens haben wir ein Team gebaut von Theologen und Korrektoren, die durch die Texte durchgehen, sodass wir wissen, dass wir das immer mehr und auf kontinuierliche Basis rausbringen können. Also wir freuen uns richtig drauf und die Ergebnisse der Vergangenheit sprechen dafür, dass es sich wirklich lohnt. Jetzt noch eine Sache, und zwar, warum gibt es diesen neuen Kanal? Und die Antwort ist relativ kurz und einfach. Die Animationsvideos sind in der Vergangenheit unter den Predigten häufig untergegangen. Und jetzt soll es dafür einen übersichtlichen Ort geben. Ja, dafür haben wir diesen neuen Kanal eröffnet. Konkret bedeutet es, die persönlichen Predigten, die du bisher von mir kennst, die kommen weiter auf dem bisherigen Kanal. Persönlich, ja, ist das Stichwort, also alles, was du aktuell von mir kennst, was eine persönliche Note hat. Und daher wird dieser Kanal dann in Zukunft Natter heißen. Crosspain steht in Zukunft wieder für das, was es ursprünglich war, nämlich Animationsvideo. Und dieser Channel wird dann auch Crosspaint heißen. Der Content bleibt gleich. Wir packen das nur alles an den Ort, wo du es besser findest und besser nachsuchen kannst. Also persönliche Predigt Natter, Animationsvideos Crosspaint. Wenn du Fragen dazu hast, beantworten wir dir gerne in den Kommentaren. Wir sind sehr dankbar für dein Vertrauen und dass du uns auf diesem Schritt vertraust. Und sicherlich fragst du dich, wie es jetzt konkret weitergeht. Trag dir schon mal ganz dick den 28. September in den Kalender ein. Da werden wir dir das ganze Projekt vorstellen. Aber du musst nicht warten bis dahin. Wir bereiten dich jetzt schon auf spannende Podcast-Videos vor, die hier auf dem Kanal kommen werden. Hier kannst du viel noch tiefer reingehen. Wir werden unsere Gedanken mit dir teilen über dieses Projekt und vertiefen. Wir teilen da Wissen, das dir die Augen für die aktuelle Zeit wieder öffnen wird, Hintergrundinformationen und so weiter gibt. Zudem werden wir dir auch exklusive Insights per Mail geben. Und diese sind speziell für die Animationsvideos und nehmen dich mit auf diese spannende Reise, die wir jetzt starten. Also ich freue mich, mit dir am Start zu sein. Und ich bitte dich vielleicht, drei einfache Dinge zu tun, die du in wenigen Sekunden machen kannst. Das ist erstens, bete für das Projekt. Ja, Gebet ist essentiell. Abonniere den neuen Crosspain-Kanal und aktiviere die Glocke, um nichts zu verpassen. Und dann drittens, ganz wichtig, trag dich jetzt in den exklusiven Animations-Newsletters ein, indem du auf den ersten Link in der Beschreibung klickst. Und ich melde mich dann persönlich bei dir, gleich per Mail. Freue mich auf die gemeinsame Reise. Bis gleich und let the journey begin.